Nummer 1 ist zurück im Augsburger Tor. Mal sehen, ob es mit ihm wieder aufwärts geht, ob die Mannschaft von Trainer Larry Mitchell das Siegen doch nicht verlernt hat. Die Augsburger Panther mit zuletzt 5 Niederlagen in Folge. Hier und da fehlte es an Leidenschaft, das muss besser werden. Und sie begannen vielversprechend. Darren Olver legte ab für Jonathan Daversa. Tor 0:1, 7. Minute. Schon wieder dieser Daversa. Durch die Hosenträger von Danny aus den Birken, 8. Saisontor. Damit ist der Augsburgs treffsicherster, wohlgemerkt als Verteidiger. Der Augsburger Jubel kaum vorbei und schon durfte schon wieder gejubelt werden. Exakt 36 Sekunden nach der Führung. Der Stadionsprecher hatte den neuen Spielstand noch nicht durchgegeben. Wieder war der Vorbereiter Darren Olver und Noah Clark diesmal der Vollstrecker. Kompromisslos oben rechts 0:2, 8. Minute. So holt man sich neues Selbstvertrauen. Alles lief nach Plan für die kriselnden Augsburger, aber dann eine diskussionswürdige Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Pichacek. Steffen Tölzer hakte, stocherte und eroberte sich schließlich den Puck. Und dafür gab's Penalty. Eine zu harte Entscheidung. Der angeblich gefaulte Michael Wolf im Duell mit Dennis Endras. 1:2. Ärgerlich. Die Rooster-Fans nahmen es dankbar entgegen, diesen Zwischenstand nach dem ersten Drittel. Auch das zweite begann denkbar ungünstig für die Augsburger mit einem frühen Gegentor, 2:2. Michael Hackert brauchte nur 41 Sekunden nach der Drittelpause und schon war das Spiel wieder völlig offen. Zweites Saisontor für Hackert und Larry Mitchell schon wieder leicht genervt angesichts so vieler Negativfakten, die er sich zu notieren hatte. Augsburg danach durchaus engagiert, kämpferisch und mit einer Handvoll guter Chancen, aber ohne Treffer. Den erzielte wieder Iserlohn und zwar rotzfrech durch die Hintertür. 3:2, ein richtig ärgerliches Gegentor für Dennis Endras. Jimmy Roy, das Schlitzohr Dennis Endras, der Angeschmierte, von hinten angeschossen. Von seinem Ellenbogen hat er sich den Puck selbst ins Tor gelenkt. Kurios und plötzlich haben die Roosters das Spiel gedreht und sind jetzt das stärkere Team in jeder Hinsicht. Gegen keine andere Mannschaft sind die Iserlohn Roosters zu Hause so erfolgreich wie gegen die Augsburger. Und diese Serie könnte heute wohl weitergehen. Colin Danielsmeier kommt zu ungeahnten Torfreuden. 4:2 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Seit November 2008 hatte der nicht mehr getroffen. Was für ein seltenes Glücksgefühl. Trainer Uli Liebsch und seine Roosters oben auf und bestens gelaunt vor dem letzten Drittel. 2 Tore Rückstand. Können die Panther das noch drehen? Oder geht der freie Fall weiter? Die Augsburger wehrten sich. Puckeroberung, Peter Flash, der Blitz, wie sie ihn liebevoll in Augsburg nennen. Zum Anschlusstreffer 3:4. Vielleicht hat er den Puck nicht ganz sauber getroffen. Vielleicht war ein bisschen Glück mit im Spiel. Egal, Augsburg wieder dran, wieder drin im Spiel. Larry Mitchell spürte, da geht doch noch was. Und seine Mannschaft spürte das auch. Überragend wieder einmal Darren Olver, Augsburgs Topscorer der letzten Saison mit Übersicht und mit seiner dritten Torvorbereitung, diesmal für Justin Fletcher. Und auch der darf sich über seinen ersten Saisontreffer freuen. 4:4, der Ausgleich 6 Minuten vor Schluss. Ein irres Spiel. Erst 2:0 vorne, dann 2:4 zurück, 4:4 nach 60 Minuten Verlängerung. Und die blieb torlos. Also musste das Penaltyschießen für die Entscheidung sorgen. Beide Torhüter wuchsen da über sich hinaus. Aber Dennis Endras noch einen Tick mehr als Danny aus den Birken. Er hielt, was es zu halten gab. Und so war es an Jonathan Payment, für den Extrapunkt für die Augsburger zu sorgen. Und er behielt die Nerven. Die Augsburger Panther gewinnen 5:4 nach Penaltyschießen. Die Negativserie ist endlich beendet.